Servus. Ich bin hier im schönen Stubaital. Ganz so schön ist allerdings im Moment nicht. Es regnet gerade. Deswegen habe ich mich hier unter eine Hütte gesetzt, um diesen kleinen Film für euch zu machen. Im Hintergrund hört man auch so ein kleines bisschen die Kühe. Vielleicht sieht man sie auch da hinten so ein bisschen auf dem Video. Da sind die schönen Berge, toll mit Wolken. Eigentlich genau das, was ich wollte, ne? Und ich habe hier in den Bergen eine etwas größere Kameraausrüstung mitgenommen. Deswegen greife ich hier auch zu dem Mindshift Gear Backlight 18L, weil ich da mehr reinkriege. Also ich habe da ein 100-400 Tele, ich habe eine zweite Kamera, ein Filter, Set, drei Objektive und jede Menge Zubehör. Und das passt halt einfach alles super da hinein. Den habe ich jetzt ungefähr seit einem Jahr mit dabei. Ich hatte ihn letztes Jahr auch in den USA mit, auf einer Motorradtour von Los Angeles bis Seattle an der Pazifikküste entlang. War wunderschön und da hatte ich einen Rucksack besucht, der ganz genau in das Topcase von einer R1200 GS reinpasst. Und genau das war dieser Rucksack. Genau der hat wunderbar da reingepasst. Ich stelle ihn euch mal kurz vor, falls ihr ihn noch nicht kennt. Wir haben hier die obligatorischen Schlaufen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Karabinerhaken dran gemacht, damit man sieht, was man damit machen kann. Hier so ein paar Straps, um Wanderstöcke festzumachen. Zwei Stück, links und rechts. Es zieht hier ganz schön. Und hier vorne so eine kleine Tasche, wo ich jetzt hier zum Beispiel eine Kappe drin habe, ein paar Servietten, Geldbeutel. Ich habe noch ein Messer aus den USA mit dabei. Super praktisch, so eine kleine Minitasche hier vorne. Dann haben wir hier so eine größere Tasche. Und in dieser größeren Tasche habe ich jetzt in den Bergen kein Notebook dabei, was man hier normalerweise reinmachen kann, sondern meine Regenjacke. Und die werde ich gleich auch anziehen, weil es nämlich ganz schön kalt. Ansonsten hat man hier sehr viel Platz. Filterset habe ich da auch schon untergebracht. Dann haben wir hier auf der Seite zwei Taschen für Stative oder für eine Trinkflasche. Ganz toll sind diese Straps hier zum Festmachen. Toll nämlich deswegen, nicht weil sie gibt, das haben auch andere Rucksäcke, sondern weil man die hier so festklippen kann, dass sie nicht durchrutschen. Und das ist das, was man schon öfter mal hat bei anderen Rucksäcken, dass das eigentlich nicht so richtig funktioniert. Sehr gut gepolsterte Gurte, da kann man auch schön lange seine Sachen mittragen. Genauso auch der Beckengurt ist toll gepolstert, sehr bequem. Hier hinten so eine kleine Lücke, damit man nicht so direkt schwitzt am Rücken, das ist total praktisch. So, und wenn ich den hier aufmache und dann sieht man, es ist zwar eigentlich der kleinste, der 18L, aber da geht schon einiges rein. Ich habe auch noch ein paar Bilder für euch, wo ihr seht, was da so alles reinpasst. Im Moment ist jetzt gar nicht so viel drin. Also ich habe hier ein Movi drin von Freeflight, ein Mikrofon habe ich drin. Jetzt mal nur ein Weitwinkelobjektiv, hier meine Kamera. Das Tele steht daneben, das ist jetzt hier nicht drin. Ein paar Filter, Ersatzakkus und so weiter und so fort. Und ansonsten habe ich ja noch eine Leica Q2 mit drin, die dann da reinpasst. Hier haben wir so ein paar Netztaschen, wo man so ein bisschen Kleinkram dazu kriegt. Und das hier ist ganz witzig. Wenn man den Rucksack nicht abziehen möchte, beim Fotografieren, beispielsweise wenn man gerade im Wasser steht, ne? Und dann kann man den Rucksack hier oben von der Schulter nehmen, nach vorne drehen, also am Beckengurt zulassen und das hier um den Hals. Ich habe ein Bild für euch auch, wie das ungefähr aussieht und dann kann man auf den Rucksack zugreifen, auf den Inhalt, ohne dass man ihn absetzen muss. So, ich ziehe jetzt meine Jacke an. Ich hoffe, ich konnte euch den Rucksack näher bringen, konnte euch zeigen, was man mit dem Rucksack alles machen kann, wie groß das er ist, was alles reinpasst. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das einfach unten in die Kommentarleiste schreiben. Ich werde dann die Fragen dann beantworten, mache ich sehr gerne. Und da es hier so richtig sich einregnet und das mit dem Fotografieren wohl nichts mehr wird, mir auch ziemlich kalt ist, packe ich jetzt ein und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Fotografieren und allseits gutes Licht. Hallo.
In meine Verabschiedung ist gerade eben ein netter Herr reingeplatzt, der sich unterstellen musste, weil es geregnet hat. Also, ich wünsche euch noch ein allzeits gutes Licht und spannende Motive. Bis zum nächsten Film. Tschüss, euer Thomas.